Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Collection Video. Und zwar habe ich heute für euch die PlayStation 2. Ja, die PlayStation 2. Warum mache ich jetzt die PlayStation 2? Weil die PlayStation 2 das geringste ist von dem, was alles noch kommt. Weil die Xbox 360 ist, naja, nicht so groß, aber die PlayStation 3 Version, die PlayStation 3, das PlayStation 3 Video oder die Videos, das ist viel, das ist richtig viel. Auf jeden Fall, ich mache mit dem kleinsten weiter und mit dem größten, sage ich jetzt mal, auch bei der PlayStation 3 mache ich zum Schluss. Wenn ich nach der 3DS-Fassung an die 3DS-Sachen denke, dann graut es mir auch schon. Das ist genauso. Das kommt noch vor der PlayStation 3. Aber nach der Xbox. So, auf jeden Fall fangen wir an mit der PlayStation 2. Und zwar haben wir da als allererstes Yu-Gi-Oh! Duelist of the Roses. Habe ich früher gerne gespielt. Wollte es eigentlich auch wieder mal wieder spielen, aber irgendwie schnall ich es nicht. So, jetzt alles wunderschön da drin. Alles noch relativ guten Zustand, so wie ich es damals, wie ich es gekauft habe. Das ist noch schön. Alles noch wunderschön. Ich finde, ich muss übrigens sagen, die PlayStation 2 ist immer noch eine meiner Lieblingskonsolen. Seit langem. Neben der PlayStation 3. Dann haben wir hier noch ein Yu-Gi-Oh! Spiel, und zwar Kapsel Monster Colosseum. Das habe ich früher nie gespielt. Habe ich mir aber, wo ich Duelist of the Roses wiedergeholt habe, das Spiel gleich mitgeholt. Einfach weil ich gucken wollte, ob das, was das drauf hat. Ich muss es mal spielen, weil beim ersten Anlauf habe ich es irgendwie nicht geschnallt. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie noch schnalle. So, dann habe ich wahrscheinlich schlechtes Spiel, ich weiß es nicht, aber ich habe das nie eingelegt, deswegen kann ich es nicht weiter sagen. Das habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Und zwar RPM-Tuning. Ich muss mir das mal angucken, weil letzte Zeit ist mein Interesse für so, sag mal, Autos, sage ich jetzt mal, also zumindest damit fahren in Spielen, relativ gestiegen. Ne? Deswegen spiele ich momentan gerne Forza Motorsport. Das muss ich mir mal angucken, ja. Sieht interessant aus. RPG-Elemente mit reichhaltigen Filmen für eine tiefere Atmosphäre in der Spielwelt, okay. Ich weiß nicht, was das Spiel drauf hat, deswegen kann ich es nicht sagen, ich habe es nämlich nie eingelegt. Gucken wir das mal an. Und wieder was mit Autos, und zwar Dakar 2 ist dann mehr ein Rallye-Spiel, habe ich auch nie eingelegt. Deswegen kann ich wieder dazu nicht viel sagen, beinhaltet zwei DVDs. Zwei Sachen. Zwei. Eine DVD und die. Zwei DVDs ist schon richtig. Einmal hier einen Greatest Moments von 2002, Dakar, also quasi aus dem Rallye-Dings da. Und einmal das Spiel selbst. Also quasi, das ist eine DVD zum Gucken und das ist die DVD zum Spiel sozusagen. Ja, alles noch wunderbar erhalten. Habe ich jetzt bei RPM-Tuning nicht reingeguckt, aber ist auch alles noch wunderbar erhalten. Liegt aber auch daran, weil ich es nie eingelegt habe. Deswegen ist ja auch alles noch im sehr guten Zustand. So wie ich es damals bekommen habe. Weiter geht's mit einem grandiosen Game, was ich früher bis zum Erbrechen gespielt habe und ich heute noch liebe. Und ich mich auf das Remaster freue. Ja, viele können sich jetzt schon denken, was es ist. Und zwar ist es Final Fantasy 12. Ja, ich freue mich riesig auf das Remastered. Ich hoffe, es wird so gut wie das Original, sag ich jetzt mal. Weil dieses Spiel habe ich geliebt. Es hat ein geiles System gehabt. Es ist das Einzige, was mir an diesem Spiel nicht gepasst hat. Und darauf reise ich immer und immer wieder herum. Und das ist der Hauptcharakter Vaan. Darauf reise ich immer wieder rum. Ich hasse diesen Kerl einfach. Der ist einfach so. Das ist kein Hauptcharakter, das ist kein Held eines Spiels. Das geht nicht. Weiter geht's mit dem Nachfolger eines meiner Lieblingsspiele aus der Kindheit. Das klingt jetzt so wie, ich bin jetzt schon 80 Jahre alt oder so ähnlich. Nee, also von was ich gerne als Kind gespielt habe. Und zwar ist das Shadowman 2. Gibt's nur für PlayStation 2, glaube ich. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Gibt es noch für andere? So, auf jeden Fall. Was soll ich zu dem Spiel sagen? Spiel lieber den ersten Teil. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht gut.
Es ist dem ersten Teil nicht würdig, sage ich jetzt mal. Dann haben wir, wo ich gerade von Autos gesprochen habe, habe ich früher sehr gerne gespielt, nämlich Gran Turismo 4. Ja, es ist übrigens noch eingelegt. Ich habe das früher auch, das einzige Spiel, was ich auch gerne gespielt habe, das fesselt dich so lange an die Konsole mit diesem ganzen, ja, so viel, immer, ja, immer die immer das bessere Auto kaufen und immer wieder damit Rennen fahren, dann immer wieder weiter, weiter und weiter und weiter, bis du irgendwann halt am Ende angekommen bist. Soweit habe ich es zwar nie geschafft, aber das Gran Turismo ist top. Ich freue mich sogar auf Gran Turismo Sports. Ich bin mal gespannt, was daraus wird. Ich habe jetzt zwar noch nie ein Gran Turismo jetzt seit dem vierten Teil gespielt, sondern eher Forza, aber mal gucken. Kommen wir zu FIFA 11. Ist eigentlich nicht mein Spiel, sondern halt das meines Bruders, sage ich jetzt mal, weil er ist mehr der Fußballfreak. Ich habe mit Fußball überhaupt nichts mehr am Hut, so gut wie nichts mehr am Hut. Aber ab und an mal, das ist natürlich noch ein Fußballspiel, was man ab und an mal einlegen kann. Den anderen, ne, nee, das ist mir alles zu sehr auf Realismus getrimmt. Das mag ich nicht so. Ich bin kein großer Fußballfreund mehr. Jetzt kommen wir dann eher zu einem Sport, den ich dann doch mehr und mehr liebe, beziehungsweise gerne mag. WWE 2K, ich 2K sag ich. Ich sage immer 2K, das ist SmackDown vs. 2010, das letzte wirklich grandiose Wrestling-Game. Die anderen Wrestling-Games sind gut, aber nicht grandios. Also 2010 war noch grandios, dann ging es bergab. Machen wir weiter mit dem Vorgänger, die 2009er Variante. Ja, auch wieder grandios. Hier konnte man übrigens noch Männlein gegen Weiblein kämpfen, aber das hat man dann irgendwann verworfen. Ich weiß zwar nicht, warum man das hier eingefügt hat, aber war eigentlich ganz nett, wenn man so gewisse Frauen erstellt hat, die halt quasi nicht ganz so schwach sind, sage ich jetzt mal, oder beziehungsweise Männer erstellt hat, die halt eben eher so die Schlappschwänze sind, auf gut Deutsch gesagt, so James Ellsworth mäßig sozusagen. Aber gut, wir wollen sich nicht darüber beschweren. Ich merke gerade, ach, der 2008 ist hier, okay. Machen wir weiter mit dem 2007er. Oh. Ja, ist halt Wrestling. Bin ich mit groß geworden mit diesen Games. Ich liebe sie heute noch. Ich würde sogar sagen, hier, das beste Wrestling-Game, was es je gab. Inzwischen, ich habe zwar vorher gesagt, der 2006er ist der beste, aber inzwischen mit den ganzen Möglichkeiten im GM-Mode, hast du nicht gesehen, bla bla bla, ist 2008er doch einfach nur Hammer. Weil hier, aber auch nur, weil hier Superstars dabei sind, die mit denen ich selber aufgewachsen bin, die ich selber kenne, die ich im Ring, also was ich im Ring gesehen habe, quasi im Fernseher oder auf DVDs und so weiter, bei den Shows, die ich mal geguckt habe. Es ist einfach nur. Hier sehe ich jetzt gerade noch die Adresse von THQ drauf. Oh. Finde ich ja interessant, dass sie die Adressen drauf geschrieben haben. Das fällt mir bei den neueren Spielen heute gar nicht mehr auf. Hier haben wir das zweitbeste Wrestling-Spiel aller Zeiten. Ne? Aber einfach nur, weil hier das Roster nicht so ganz aktuell ist. Beziehungsweise hier sind da zwar Leute dabei, die ich kenne, wie Rey Mysterio, Batista, John Cena, Undertaker, Randy Orton und so, aber es gibt auch Leute, die ich einfach nie wirklich selbst im Ring gesehen habe, weil ich einfach zu spät damit angefangen habe. Dieses Spiel war übrigens die erste Berührung mit Wrestling, die ich je hatte. Danke. Das war mein erstes Programm mit Wrestling an sich. So, Wrestling ist vorbei. Weiter mit etwas eher mädchenhafterem. Das war Winx Club. Ja, ich habe mir das Spiel dazu besorgt, weil ich das Spiel ausprobieren wollte. Am PC habe ich so kleine Problemchen gehabt, ab einem gewissen Punkt, weil es da einfach ab einem gewissen Punkt abgestürzt ist. Weil es da nicht mehr weiter ging, es nicht mehr weiter. Weiß nicht, ob das an meiner CD liegt oder im, weiß ich nicht. Oh.
Aber egal, ich muss das hier mal spielen. Das wollte ich auch mal let's playen. Ich wollte unbedingt mal wieder ein Winx Club spielen. Ich muss unbedingt mal wieder ein Winx Club spielen let's playen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man dann machen könnte. Nehme ich das mal. Werde ich wahrscheinlich auch nehmen. Das Spiel basiert übrigens auf der ersten Staffel, steht auch hier drauf. Also quasi die erste Staffel von Winx Club. Also, wer die Serie nicht gucken will, kann ruhig das Let's Play mal gucken. Irgendwann mal, wenn sie kommt. Egal, lassen wir das mal so stehen. Und wir haben noch ein Spiel, haben wir, und zwar ist das Star Ocean Till the End of Time. Da bin ich froh, dass ich dieses Spiel endlich mal bekommen habe, weil dieses Spiel ist. Ich habe ja Star Ocean 4 geliebt. Ich liebe Star Ocean 4. Und dann dachte ich mir, guckst du dir mal ein weiter, eins der Star Ocean Spiele an, wo die Community gesagt hat, das ist das geilste Star Ocean, was es je gegeben hat, was es je geben wird und so weiter und so fort. Dann habe ich mir halt mal Till the End of Time geholt. Was soll ich sagen? Es ist nicht so schwer, es ist nicht so leicht, was gleich wieder sympathischer macht. Es besitzt zwei Discs. Ich muss sagen, den Teil, den ich jetzt gespielt habe, ist Bombe. Wenn ich das mit der 4 und der 5 vergleiche, ist das hier einfach nur Hammer. Und da ist mir die Grafik einfach mal schundegal, weil Grafik ist für mich das Unwichtigste an einem Spiel überhaupt. Also, Star Ocean Till the End of Time. Wer unbedingt ein richtig gutes Star Ocean Spiel haben braucht, sich mal spielen will, spielt dieses Spiel. Star Ocean ist bah, Bombe. Das war's von der PlayStation 2. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.